Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die schlechten Nachrichten in der Eurozone lassen nicht ab und der Euro fällt genau deshalb unter die wichtige Marke von 1,21. Die Nachrichtenlage, die über Griechenland herrscht, ist weiterhin fatal. Der Internationale Währungsfonds denkt und überlegt nun auch, die Hilfen an Griechenland einzustellen, hat Griechenland doch erst 10% der über 200 notwendigen Strukturreformen angegangen. Das ist eindeutig zu wenig. Die Troika ist nicht zufrieden. Die spanischen Renditen sind auf über 7% gestiegen. Und 7% ist so der magische Wert, ab dem Volkswirte davon ausgehen, dass sich eine Schuldenlast eines Staates nicht mehr vernünftig bewirtschaften lässt. Ist Spanien nun der nächste Pleitekandidat, der unter den Rettungsschirm muss? Und die Länder und Volkswirtschaften unter dem Rettungsschirm und die Probleme haben, werden immer mehr. Die Bürger gehen auf die Straße und protestieren gegen die Reformmaßnahmen. Die Bilder aus Spanien sind alles andere als zufriedenstellend. Das Übel der gesamten Schuldenmisere ist das Leben über viele Jahrzehnte auf Pump. Hier in der Grafik ist die Gesamtverschuldung der 22 führenden Volkswirtschaften dargestellt, also auch der fundamental festen wie Frankreich, Deutschland, USA und anderen. Und man kann erkennen, dass wir zurzeit eine höhere Schuldenquote haben als hier zuletzt 1945 zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Was damals geschah, wissen viele der älteren Bürger noch gut. Die Staatsschulden ist also das zentrale Thema, was man in Europa, aber letztendlich weltweit angehen muss. Der Euro hat aufgrund der nachhaltig schlechten Nachrichtenlage dafür auch seinen Tribut gezollt. Er hat in den letzten 5 Jahren über 30% an Wert verloren und steht eben aktuell bei der wichtigen Marke von 1,21 und hat sie gestern und heute leicht unterschritten, was einen weiteren Kursrutsch des Euros möglich macht. Erstaunlich stabil hält sich der deutsche Aktienindex oder generell viele Aktienindizes, denn die Nachrichtenlage ist ja nicht so, dass kleine Unternehmen insolvent gehen, sondern wir reden ja über Staaten wie Griechenland und jetzt vielleicht sogar Spanien, Italien, wer ist der Nächste? Der DAX hat zwar kurzfristig korrigiert, hält aber heute mit 6.400 Punkten der schlechten Nachrichtenlage stand und er ist nach wie vor in seinem Aufwärtstrend intakt. Wir sind zwar weiter vorsichtig, die Positionen zum Halten, aber grundsätzlich ist es eine normale Schwankung derzeit und wir gehen in einem positiven Szenario auf einem Niveau von 7.100 Punkten ab. Erst wenn der DAX unter die 6.200 fallen würde, dann könnte ein anderes Kursmuster zum Tragen kommen und man müsste wieder entsprechend Aktienpositionen abbauen. Ich darf Ihnen nun eine gute Woche wünschen, freue mich, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Wiederschauen.